Hallo liebe Eltern und liebe Kiddies. Wir freuen uns, dass ihr bei uns im Nimmerland seid. Und damit ihr hier ganz viel Spaß habt und alles gut geht, will ich euch mal ein paar Sicherheitsregeln und auch die Boulderregeln erklären. Als allererste wichtigste Regel, bitte nicht rennen. Achtet darauf, dass eure Kiddies hier immer möglichst langsam durchs Nimmerland gehen, damit am Ende keiner übereinander purzelt. Als nächstes achtet bitte darauf, dass die Kinder nicht über und untereinander klettern, damit von oben niemand auf die unteren drauffallen kann. Bitte kein Essen und Trinken mit auf die Matten nehmen. Da haben wir ja vorne super viel Platz und da könnt ihr euch ganz gemütlich hinsetzen und entspannen. Außerdem gilt natürlich auch im Nimmerland, dass immer zueinander Abstand gehalten wird und auf reichlich Abstand geachtet wird. Auch wenn es verlockend sein mag, bitte springt nicht von der Jolly Roger runter, denn da könnte immer auch gerade wer rausrutschen. Top heißt gleich Stopp. Das heißt, wenn dieser Griff erreicht ist, bitte einfach nicht mehr weiter klettern lassen. Auch wenn es dazu verleitet, hier auf die Fensterbank zu steigen, wenn die Kids am Topgriff angekommen sind, bitte wieder runterkommen. Wir haben noch einige andere Stellen hier, wo es wirklich Spaß machen könnte, drüber zu klettern, aber es gilt an jeder anderen Stelle hier auch. Die einzige Ausnahme, bei der man tatsächlich bis nach oben drauf klettern darf, ist der Eisblock, in dem die Jolly Roger feststeckt. Da ihr auch hier im Nimmerland die Aufsichtspflicht habt, achtet bitte darauf, dass immer mindestens einer bei den Kindern ist. Nun ein paar Regeln, wie ihr die Boulder richtig klettert. Ihr findet zum einen einen Startgriff, an dem seht ihr diese Zettelchen. Dort findet ihr entweder Captain Hook, Tinkerbell oder Peter Pan. Das zeigt euch auch gleichzeitig die Schwierigkeit an. Captain Hook ist super easy, Tinkerbell ist schon ein bisschen schwerer und Peter Pan ist richtig knackig. Ihr startet den Boulder so, dass ihr mit beiden Händen gleichzeitig den Startgriff berührt. Manchmal habt ihr auch zwei Startgriffe. Und dann nehmt ihr die Füße vom Boden und dann dürft ihr anfangen zu klettern. So, mach hoch. Der Topgriff wird dann mit beiden Händen festgehalten und dann könnt ihr einfach wieder runterklettern. So, jetzt wisst ihr erstmal über alles Bescheid, aber falls ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne an unsere Mitarbeiter an der Theke. Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß im Nimmerland.